Den Schlüssel hier im Hof fallen lassen. Okay. Was? Ah, da. Schlüssel, alles klar, ich habe ihn gefunden. Vielleicht sollte ich mal kurz zwischenspeichern. So, alles klar, ich habe den Schlüssel. Alles klar, ich habe den Schlüssel. Ich lasse dich raus und dann bringe ich dich zurück zu den Shaganumbi. Die Wache wird uns nicht gehen lassen. Das werden wir ja sehen. Gut, ich werde vorgehen. Yalla, yalla. Quest abgebrochen, Tauschgeschäft, neue Quest, Flucht aus dem Turm. Moment, ich lade mal kurz neu. Ich weiß nicht, ob wir das Tauschgeschäft nicht lieber machen sollten mit dem Geschäft. Dann können wir eine Quest weitermachen. Und dann die Wache abmetzeln. Gut, den Schlüssel, den haben wir jetzt gefunden, nicht wahr? Ja, den müssten wir schon haben. So, okay, dann gehen wir mal hier runter und schauen mal, wo wir jetzt den Schweinemann finden können. Lalalala. So, erstmal das Tauschgeschäft abschließen sozusagen. Torres. Alles klar, keine Gefahr. Alles klar, keine Gefahr. Gut, dann gehen wir mal da lang weiter. Wo ist eigentlich das? Ach, da müssen wir jetzt nur geradeaus runtergehen. Okay, geradeaus den Weg weiter. Und dann kommen wir bestimmt zu dem Schlachter. So, wir können ja mal rennen. Warum immer so langsam laufen? Oh, Achtung, Termite. Nee, Krallenaffe. Keine Termite. So, der wäre Geschichte. Gib uns mal deine Kralle und deine Zähne. Können wir alles gebrauchen? Alles, absolut alles können wir davon gebrauchen. So, da ist noch ein Krallenaffe. So. Zack. Der wäre auch erledigt. Wieder 52 Ruhm, wieder eine Kralle und wieder Zähne mehr. Sehr schön. Das gefällt mir. Gut, dann wären wir auch schon fast in der Nähe hier vom Dorf. Mal schauen, was das für ein Dorf ist. Schwarze Oleander gibt es noch hier zu holen. Und da steht auch schon die Stadtwache. Und auch ein Schiff und ein Hafen und alles ist zu sehen. Hier haben wir noch eine Kiste. Die schauen wir uns nochmal an. Proviant und 8 Gold gibt es da drin zu holen. Oh, und eine Blutwurzel. Die sehen wir auch nicht allzu häufig. Deswegen holen wir uns die nochmal. So, und dann speichere ich nochmal zwischen und dann gehen wir mal hier hinein. Puerto Isabella haben wir gefunden. Quest Erfolg, 52 Ruhm. Hey du, die Schwertküste scheint ja ein beliebter Ort unter Piraten zu sein. Erst dieser Captain Crow, jetzt kommst du. Und morgen landet wahrscheinlich noch der berüchtigte Stahlbart hier. Wenn du wüsstest. Ja, schon gut. Pass auf, du hast hier nichts zu suchen. Und das gilt auch für deine Piratenfreunde, klar? Ja, komm schon, lass mich rein. Komm schon, lass mich rein. Nein. Oh Mann. Jetzt aber. Keinen Schritt weiter. Okay. Der will uns nicht reinlassen. Das ist schlecht. Was haben wir da unten? Da unten könnten wir theoretisch Glück haben. Kommen wir hier runter? Boah, ah, okay. Ja, wir kommen hier runter. Ich gehe mal hier lang. Gab es noch was zu holen, oder? Nee. Gut, da unten haben wir auch eine Wache. Fragen wir mal die. Wo willst du denn hin, Fremder? Ich sehe mich nur um. Ich sehe mich nur um. Umsehen. Ja, klar. Warum will sich ein Pirat bei uns wohl umsehen? Da fallen mir eine ganze Menge Gründe ein. Tatsächlich. Ich kenne nur einen Grund, dafür aber einen guten. Gold. Also, nimm den Leuten nichts weg, dann kriegst du auch keinen Ärger, klar? Was weißt du über die Gegend? Was weißt du über die Gegend? Da draußen ist das Dschungeltal. Wenn du da schon rumläufst, solltest du aufpassen. Wieso? Da draußen gibt's wilde Tiere und stinkende Molukken. Die töten dich, bevor du es merkst. Wer? Die Tiere oder die Molukken? Beide. Oh, okay. Also Taschendiebstahl versuchen. Mehr ist nicht zu holen. So, 50 Gold. Gut, bei ihm können wir wenigstens rein. Na, wenigstens was hier.
Der da oben hat uns ja nicht reingelassen. Tja, Pech gehabt. So, wer bist du? Bist du... Ach, Webster. Ah, du frisst Fleisch. Was darf sein? Pistolen, Kugeln oder Pulver? Ganz egal, ich habe alles da, solange du zahlen kannst. Zeig mir deine verkaufst du auch Musketen? Verkaufst du auch Musketen? Ah, da weiß einer, was er will. Eine gute Muskete ist der beste Freund, den man hier draußen überhaupt nur haben kann. Aber wehe, sie gelangt in die falschen Hände. Dann können wir uns direkt einsagen lassen. Also hast du welche? Natürlich, aber ich darf sie dir nicht verkaufen. Zumindest nicht, ehe Sebastiano sein Einverständnis gegeben hat. Gut, was hat Sebastiano mit den Musketen zu tun? Hast du mir nicht zugehört? Die Wilden machen schon genug Probleme, von den Piraten ganz zu schweigen. Wenn die jetzt auch noch unsere Musketen in die Finger kriegen, haben wir mächtig Ärger am Hals. Zeig mir deine Ware. Die Zwillinge, wow, 70 Schaden, Mörserpistole. Okay, Schrotpistole, Kugel, cool, okay, alles klar. Nee, da möchte ich erstmal nichts von, Ende. So, und da haben wir wohl den Schweinewirt, oder wer das ist. Tito, ah. Hey, ich bin Tito der Metzger. Na, ich sehe schon. Was macht ein Metzger hier am anderen Ende der Welt? Die besten Steaks im Umkreis von 100 Meilen. Hast du Hunger? Hast du Gold? Wenn ja, bin ich dein Mann. Hast du nur Fleisch? Ei, Waffen bekommst du beim Schmied oder bei Webster. Bei mir gibt's saftiges Schweinefleisch. Und zeig doch mal, was du hast. Ich hab kein großes Angebot. Wegen der Rationierung. Ha! Aber ich sag dir was. Wenn du mal Lust auf Fleisch hast, stell ich dir ein Päckchen zusammen. Steaks, Lendenkoteletts, Bauch, all die guten Sachen. Gut, ich habe hier eine interessante Statue. Du hast wohl Beute bei den Molukken gemacht, was? Zeig doch mal her. Was gibst du mir dafür? Schwer zu sagen. Mach mal ein Angebot. Ein Fleischpaket und 100 Goldstücke verlangen. Ich hab's mir anders überlegt. Gucken wir erstmal. Ganz wie du willst. Aber ein besseres Angebot kriegst du nicht. Wenn du also dein Ding später noch tauschen willst, kriegst du ein Fleischpaket. Das wird nicht verhandelt. Überleg's dir. Zwei Fleischpakete verlangen. Ein Fleischpaket und 100 Goldstücke verlangen. Ich weiß nicht, was ist hier das Beste? Ein Fleischpaket kostet 100 Gold, nicht wahr? Dann könnten wir zwei dafür... Ja, nehmen wir 250 Goldstücke, oder? Ah. Gib mir 250 Goldstücke. Ha! Da kann ich mir ja gleich einen Arm abhacken! Vergiss es! Dann nenn du mir einen Preis. Na schön, pass auf. Schwer ist das Ding ja. Aber auch hässlich. Ich gebe dir 100 Goldstücke. Nein, 100 Goldstücke nicht. Gib mir zwei Fleischpakete. Wie sieht's aus mit zwei Fleischpaketen? Nein. Ein Fleischpaket und 100 Goldstücke. Ich will ein Fleischpaket und 100 Goldstücke. Ja, ich will auch so manches, aber ich kriege es nicht. Du willst zu viel. Also gut. Als Zeichen meines guten Willens biete ich dir 50 Goldstücke und ein Fleischpaket. Ach gut, dann gib mir das Paket und 50 Goldstücke. Gut, dann gib mir das Paket und 50 Goldstücke. Einverstanden. Wenn du wieder mal was brauchst, komm ruhig wieder. So, Fleischpaket erhalten und 50 Gold erhalten. Gut. Das war's wohl. Erstmal. So. Arbeiter. Ono Palava. Oh, hier steht noch eine Kiste. Ha, die können wir knacken. Die ist nicht so schwer zum Knacken. Ja. Und jetzt haben wir auch schon
Die Kiste offen. Fackel und Grog finden wir hier drin. Und auch hier finden wir noch ein Goldkleid drin. Sehr schön. Hätten wir das Fleischpaket also für die Wache abgeholt. Und ich würde sagen, bevor wir das nächste Mal zurück zur Wache gehen und ihr das Fleischpaket geben, schauen wir uns einfach mal hier noch ein klein wenig um. Ich speichere mal noch zwischen. Und das Ganze machen wir dann aber in der nächsten Aufnahme. Und bis dahin würde ich mich von euch verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Bleibt mir treu und bleibt wie ihr seid. Dann ist es bis zur nächsten Folge auch nicht mehr weit. Bis dahin. Aloha, euer Kelturio. Aloha und herzlich willkommen bei eurem Kelturio. Hier bei einer weiteren Aufnahme von Let's Play Risen 2 Dark Waters. So, und jetzt hat sie mal kurz gehangen und ich nehme an, hier muss noch einiges nachladen, weil die Framerate ab und zu doch ziemlich einbricht hier. Und wir schauen erst einmal, ich esse erst einmal ein wenig Proviant, damit unsere Lebensanzeige unten rechts sich wieder ein wenig erholen und regenerieren kann. Und wir schauen in der Zeit mal mittels Klick auf L in unser Logbuch und gucken mal, wo wir hier stehen geblieben sind. Wir sollten ja Tahana befreien. Das ist der aus dem Stamm der Shaganumbi, den wir hier oben auch schon am Turm getroffen haben. Dann haben wir hier noch ein Tauschgeschäft an der Schwertküste. Torres will von Tito, einem Händler aus Puerto Isabella, ein Fleischpaket. Dafür will er eine Statue tauschen. Ich glaube, das Fleischpaket haben wir uns so schon besorgt. Dann haben wir hier noch die Voodoo-Nadel. Händlerin auf Antigua, der Handspiegel, das ist auf Takarigua. Dann haben wir hier die Kanonenkugel, die müsste bei der Inquisition zu finden sein. Und der linke Stiefel. Okay, dann haben wir hier soweit alles abgegrast, würde ich sagen. Können wir hier den reinschleichen? Nicht, dass uns jemand sieht hier. Oder gleich jemand reingesprungen kommt. Aber ich glaube, im Moment sieht uns hier keiner. Das könnte unser Vorteil sein. Ich würde einfach mal einen Quick Save noch machen an der Stelle. So, F5. Und jetzt versuchen wir mal hier die Kiste zu knacken. So, okay. Nee. 3, die 4. Nee, das geht nicht. Zuerst die 3. Nee. Die 3. Nee, dann geht das runter. Die 3. Die 4. Und mit der 2 geht's schon runter. Also kann dies nicht sein. Also zuerst 2, 1, 3, 4. So. Okay. Gut, wir haben hier ein Radschloss. Wichtiges Bauteil zur Herstellung von Musketen und Pistolen. Ah, sehr interessant. Eine Flasche Rotwein und 10 Gold. Gut, nehmen wir natürlich alles an uns. So, können wir sonst noch was mitnehmen? Hier steht noch eine Flasche Rotwein. Das habe ich doch gesehen. Und ansonsten scheint es hier drin nichts Wertvolles zu geben. Das heißt, wir können weitergehen. Werkbank, damit kennen wir uns noch nicht aus. Hier ist doch der Schweinehirt, nicht wahr? Tito, gib mir ein Fleischpaket. Das haben wir ja schon von ihm soweit bekommen. Was haben wir hier noch? Okay. Das hier scheint seine Hütte zu sein. Der guckt natürlich, ob wir jetzt was machen. Ich merke sofort, wenn hier was fehlt. Genau. Also versuch gar nicht erst zu klauen. Ja, geh uns mal aus dem Weg hier, Tito. Ich schieb dich raus, du. Ich sag's dir. So. Jetzt könnten wir uns theoretisch hier hinten reinschleichen und der dürfte es nicht merken, oder? Okay, an die Kiste können wir sowieso nicht ran. Okay, das passt soweit. Da können wir wohl leider nichts klauen mit unserem schwachen Skill bisher. So, ich habe mich mal kurz an der Nase gerümpfelt, beziehungsweise gejuckt. So, schauen wir doch mal, was der hier macht. Der baut an seinen Kisten hier rum. Das ist Webster. Aber ich glaube, mit dem haben wir schon gesprochen. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Der verkauft doch Musketen und sowas. Genau, das war der. Gut, dann brauchen wir mit dem nicht mehr sprechen soweit. Hier drin waren wir doch schon, glaube ich. Genau, das war diese Hütte. Da oben haben wir irgendein Schloss. Hier haben wir den Fleischer. Was haben wir hier? Ein Truthahn. Hier haben wir einen Schmied. Mit dem können wir mal sprechen. Mit Cooper, also Kupfer. Mm. Oder Copper. Hallo. Hey. Mm. Was willst du? Ja, du hast wohl
viel zu tun. Du hast wohl viel zu tun. Diese verdammten Protektoren. Keiner von denen respektiert meine Arbeit. Die kümmern sich einen Dreck um den Zustand ihrer Waffen. Ist ja klar, dass die Dinger in kürzester Zeit vor die Hunde gehen. Und wer darf sich jetzt um den Nachschub kümmern? Hm? Einmal darfst du raten. Dreimal darfst du raten. Kann ich ja dir irgendwie helfen vielleicht. Kann ich irgendwie helfen? Du siehst nicht gerade wie ein Schmied aus. Hey. Aber ich kann es lernen. Wenn du meinst. Aber dann hau rein. Wir haben viel zu tun. Gut. Was hast du im Angebot? Taschendiebstahl. Ach, das könnten wir mal probieren beim Guten. Das hat sich gelohnt. 75 Gold. Ja, das ist nicht schlecht. Ja, zeig mir mal etwas von deiner Schmiedekunst. Zeig mir mal etwas von deiner Schmiedekunst. Moment. Zeigen kostet was, Junge. Ich hoffe, du hast Gold. Ich mach das nämlich nicht zu meinem Spaß. Und gefalscht wird bei mir nicht. Gefalscht wird bei mir nicht. Okay. Hier ist dein Gold. Zeig mir, wie man schmiedet. 1000 Gold, Klingen 6. Ah, nee. Was hast du denn im Angebot? Was hast du denn im Angebot? Willst du kaufen oder nur gucken? Kommt auf deine Ware an. Ja, ja. Schon gut. Immer eigentlich nur gucken, ne? Zeig mir deine Ware. Und dann klauen am besten. Piratensäbel, 35 bis 50. Krummsäbel. Oh, der ist stärker als den, den wir jetzt haben. Schwert, Degen, Offizier, Sturmdorn, Krummdolch, Bauplan für einen Degen. Ah, okay. Ja, ich wollte euch an dieser Stelle auch mal fragen, weil bis jetzt steht ja noch nicht fest, was wir eigentlich machen wollen, in welche Richtung. Was soll das? Warum schleichst du hier rum? Ich schleiche nicht rum. Bis jetzt steht ja noch nicht fest, in was für eine Richtung genau wir gehen wollen. Also ich hatte ja gesagt, ich würde persönlich gerne in die Richtung Voodoo-Zauber gehen. Aber ich möchte mich dann natürlich auch ein bisschen an euch orientieren, weil euch soll das Let's Play natürlich auch gefallen und Freude bereiten. Und wir wollen ja zusammen sozusagen Risen 2 Let's Playen. Und da gehe ich auch natürlich schon auf eure Wünsche ein, beziehungsweise versuche das. Und hier haben wir Proviant und 12 Gold. Und deshalb möchte ich euch einfach mal fragen, was hättet ihr denn gerne, welche Richtung soll ich gehen, beziehungsweise welche Fähigkeiten sollen wir lernen mit unserem Charakter hier in Risen 2, mit unserem kleinen Helden. Geschicklichkeit haben wir jetzt schon auf Stufe 4 gebracht. Was sollen wir noch machen? Tut doch einfach mal eure Wünsche so weitestgehend in die Kommentare schreiben und wir werden mal schauen, was die meisten von euch so wollen. Und wenn es eben unstimmig ist, dann entscheide ich eben weiterhin alleine. So einfach machen wir das. Ja, einfach in die Kommentare schreiben. Die stehen euch ja frei. So, was haben wir hier? Hier haben wir ein paar Wachen. Protektor. Oh. Gerade nicht. Der hat bestimmt einen Namen. Nee, der ist auch nur Protektor. So, hier oben, der hat da bestimmt einen Namen. Alcazar. Was sehe ich denn da? Ein Pirat in Puerto Isabella? Und du läufst frei rum? Bursche, du hast jetzt genau eine Chance, mir einen Grund zu nennen, warum ich dich nicht auf der Stelle in Ketten legen sollte. Der Kommandant kennt mich. Die Torwache hat mich reingelassen. Ich will Captain Crow in den Arsch treten. Ja, das können wir mal sagen. Ich will Captain Crow in den Arsch treten. Und dachte, ich schau mal vorbei, ob ich ein paar Kerle finde, die mitmachen wollen. Du bist doch selbst ein Pirat. Genau. Ein Pirat mit einem Ziel. Und ihr? Habt ihr auch ein Ziel oder wollt ihr die Sache aussitzen? Du spuckst ganz schön große Töne. Wir nehmen es mit jedem Piraten auf, sobald Kommandant Sebastiano den Befehl gibt. Dann sollte ich mich wohl mit ihm unterhalten. Na schön, du kriegst deine Chance. Du kannst mit Kommandant Sebastiano sprechen, aber mach keinen Ärger, klar? Wir machen keinen Ärger, wir kennen Sebastiano ja schon. Hey! Du! Was machst du hier? Hast du nicht eine Mission auf Takarigua? Ja, ich bin auf der Suche nach Captain Crow. Ich bin auf der Suche nach Captain Crow. Er hat die Waffe, die ich suche. Captain Crow? Wir konnten sein Schiff versenken. Er selbst war nicht mehr an Bord. Meine Späher berichten, er hat Kontakt zu den Molukken aufgenommen. Richtig. Jetzt versteckt er sich im Landesinneren in einem alten Tempel. Aha. Die Molukken nennen ihn den Tempel der Erde. Wo ist Crows Schiff? So, das hätten wir soweit rausgefunden. Das haben die versunken. Und was ist, wenn die Waffe noch an Bord war? Glaub mir, es würde mich freuen, dieses Stück schwarze Magie auf dem Meeresboden zu wissen. Ich glaube allerdings nicht, dass Crow ohne die Waffe losgezogen ist. Nein.
Er hat nur einen Teil seiner Mannschaft zur Bewachung der Ghost zurückgelassen. Und die sind jetzt alle tot. Bis auf einen. Hawkins. Den haben wir gefangen genommen.